Frage, was ist 55? Ihr könnt es auch Green, Yellow, Miami, was auch immer nennen. Der Name dieser Coverage ist egal. Okay? Wir nennen es 55 oder 55 the back. Das the back spricht für die Safeties. So, was ist 55? 55 ist ein Coverage Concept, das ein too high look hat. Sieht also aus wie Cover 8. Manche nennen es Cover 4. Sieht nicht unbedingt aus wie Cover 2, weil dafür sind die Safeties nicht weit genug. Aber das ist erstmal essentiell, wenn man mich fragt, was ist 55? Too high look mit Bracket Concept. Also das bedeutet, irgendeiner oder zwei in diesem Konzept werden gedoppelt. Okay? Versteht jeder Bracket schon mal gehört? Wenn einer nicht weiß, was das ist oder mich nicht versteht, einfach fragen, weil ich muss jetzt in 20 Minuten hier durchhetzen. Okay? So. Das andere, was wichtig ist bei 55, obwohl, da komme ich gleich zu. So. Wer bekommt das Bracket? Wer wird gedoppelt in 55? In der Regel die beiden Inside Receiver, wie man hier oben sieht. Wenn es keinen Inside Receiver gibt, weil die Offensive 20 Personnel ist, also mit zwei Backs, drei Receiver oder Trips, wird auch die Single Receiver Side, wird dann gedoppelt. Okay? Wogegen ist es wirksam? Bevor wir gleich anfangen zu malen und im Detail zu sprechen. Es ist perfektes Coverage-Konzept, einmal in der Red Zone, weil es sehr, wie soll ich sagen, deceptive ist. Keiner, die meisten Teams oder Quarterbacks, Offense-Coordinatoren, können nicht wirklich einordnen, was wird da gespielt. Das sieht aus wie Cover 8. Okay, aber je näher du an deine eigene Endzone kommst, die Regel ist, du leitest dich nie in der eigenen Endzone ab, desto enger wird es, sieht fast aus wie Blitz-Coverage. Okay, dann kommen Safeties, Cutten auf Shallow Crosser, also es sieht dann für die Quarterbacks und Offense-Koordinatoren ziemlich umsichtig aus, was es ist. Wie das Ganze funktioniert, ist keine Raketenwissenschaft, sprechen wir gleich drüber. Aber es ist gut in der Red Zone, weil du hast einen too high look, potenziell einen Double auf die gefährlichsten Receiver und du hast erstklassigen Run Support. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, wofür es gut ist. Option. Gerade ob es One-Back, Read-Option ist oder aus 20 Personnel, was ich wahrscheinlich in der GFL immer noch sehr verbreitet ist, also 2-Backs, 3-Receiver. Gerade auf der Single-Receiver-Side ist ganz schwer, die Option zu stoppen, außer du bringst einen Safety da runter. Ja, und dann fehlt dir auf der anderen Seite, bist du ein bisschen loose, was den Run-Support betrifft. Also, gegen Option und in der Red Zone, 55 erstklassig. Wie, warum, sprechen wir gleich drüber. So, jetzt müssen wir über Alignment sprechen. 20 Minuten, eigentlich wollte ich das auch mal. Aber wir sprechen mal drüber. Also, man sieht die beiden Pre-Snap Alignment. Sollte aussehen wie Cover 8. Das heißt, Cornerbacks sollten Pre-Snap Outside Leverage zwischen 5 und 7 Yards tief. Die Safeties sollten ein Yard Inside von der Nummer 1 sein, 10 bis 12 Yards tief, abhängig von Down and Distance. So, wir nennen den Lark ist der Nickelback. Das ist auf jeden Fall, 55 ist ein Matchup-Konzept. Das heißt, es ist am besten gegen drei oder vier Receiver-Sets. Und wenn du Bracket-Man-Coverage hast mit auf die Inside-Receiver, musst du natürlich Matchup-Defense spielen. Sprich, hat die Offense drei Receiver da draußen, willst du nicht deinen Sam-Linebacker gegen den Slot-Receiver haben. Auch wenn er Hilfe vom Safety bekommt, das ist ein schlechtes Matchup. Das heißt, du musst schon mit 55 Nickel oder Dime spielen. Was nicht schlimm ist, viele mögen das nicht, spielen immer Base, wenn du 55 spielen willst, musst du Nickel oder Dime spielen. Also, Alignments der Safeties haben wir darüber gesprochen. Lurk und Whip, also Nickel und Dime, oder der Nickel und der Will Linebacker, wie man ihn auch nennt. Pre-Snap, 5 Yards tief, Yard Inside von der Nummer 2. Das heißt, der Quarterback kommt an die Line of Scrimmage, sieht aus wie Cover 8. Safeties sind tight, alles klar, ich weiß Bescheid, die beiden Four-Player, also sprich Lurk und Whip, werden wahrscheinlich die Flat spielen. Ja, dann denken die Quarterbacks und die Koordinatoren meistens schon, was kommt. Das ist Pre-Snap. Post-Snap, wenn der Ball gesnappt ist, müssen die Spieler in folgender Position sein. Cornerbacks outside. Spielen inside level 7 yards deep. Okay? Die beiden Safety oder Lurk und Whip, die Bracket Coverage auf dem Inside Receiver haben bei den Safeties, müssen
Yard outside sein oder inside foot auf dem outside foot vom Receiver. Outside leverage, ganz wichtig. Welche Technik sie spielen mit den Füßen, Motortechnik, sprechen wir gleich drüber, hoffentlich. Okay? Und dann die Safeties beim Snap, 10 bis 12 Yards tief, abhängig von Down und Distance, und dann 2 bis 3 Yards inside. So, jetzt kommt es darauf an, was für eine Art Athlet habe ich als Safety. Habe ich einen eher langsamen Safety, muss ich ihn vielleicht sogar 3 oder 4 Yards inside spielen haben, weil er muss in der Lage sein, beim Shallow Crosser downhill zu kommen und diese Shallow Crossing Route abzuschneiden und die Route für den Receiver zu laufen. So, aber das ist erstmal grob das Alignment. Okay, das heißt, wir haben eine Doppeldeckung auf den beiden Slot-Receivern, spielen Man-to-Man outside mit Inside-Leverage, weil du hast potenziell keine Hilfe. Und der remaining Linebacker oder die beiden Linebacker gegen 20 Personnel haben die beiden Backs. So, jetzt sagt natürlich jeder Offense-Koordinator, ja, die Schwäche ist dann aber natürlich der Quarterback-Job. Ja, natürlich, wer als letzter den Pen hat, hat immer recht. Okay? So, also das sind die Alignments, Pre-Snap und Post-Snap. Lass uns über Assignments sprechen. So, Assignments, und jetzt muss ich vielleicht mal anfangen zu malen, obwohl wir haben sie ja da aufgeschrieben und ich habe schon darüber gesprochen. Aber ich male sie jetzt mal auf. Kann man den höher pumpen? Nee, ne? Scheiße. So, sprechen wir mal über diese Seite hier. Also, Corner 7 Yards in Zeit. Ich nenne ihn den Lurk, das ist der Nickel. Und wir haben hier den Strong Safety. Über das Alignment haben wir gesprochen. Der Knabe ist Inside Leverage Man to Man. Kann das jeder sehen? Ist das da auf den Bildern auch nochmal? Oder ist das irgendwo zu sehen? Kann man das von da hinten sehen? Okay, gut. Die beiden haben Bracket Coverage. Für den Corner ist es simpel. Der weiß, ich bin auf mich alleine gestellt. Eventuell bekomme ich Hilfe. Aber ich spiele das Ganze Inside Man. Can't give up the inside. 7 Yards off. So, der Nickelback oder der Lurk, wie wir ihn nennen, spielt Outside Leverage, Man Coverage auf die Nummer 2. Der Strong Safety, ich male noch mal ein bisschen weiter nach hin. 3 bis 4 Yards inside, Bracket Coverage. Jetzt müssen wir über zwei Sachen reden. Wir reden erstmal über den Pass, weil das ist das Wichtige, weil wir sprechen über Passkonzept. Ich hoffe, ich komme noch über den Lauf zu sprechen. Jetzt ist die Regel simpel. Erstmal heißt es 55 the back, weil die beiden Safeties haben ihre Augen auf den Running Back durch den Uncovered Lineman. Das sind die beiden Force Player des Runners. Die Jungs können nicht flat footed spielen. Die müssen, ob ihr Kick oder Read Slow Pedal, Coach ist eigentlich egal, aber die ersten beiden Schritte ist Slow Pedal zurück, denn nachdem sie Run Pass gelesen haben sie eine Bracket Coverage auf die Nummer 2. Bei allen vertikalen Routen oder wenn Shallow Crosses, kommen sie downhill, haben sie ihn auch. Das Einzige, wo das Safeties wirklich das Bracket aufgeben, ist, wenn der Knabe nachläuft. Warum? Der Lurk hat Outside Leverage. Für den ist ganz wichtig, du spielst Outside Leverage, maintain your leverage, dass du sozusagen die Route für den Receiver laufen kannst. Weil du hast Outside Leverage, macht Sinn, oder nicht? Das heißt, jedes ganze Vertikal ist der gedoppelt mit dem Lurk und dem Safety. Okay? Läuft ein Shallow Cross, Slant. Safety hat einen Cut Call, der kommt runter und spielt ihn Man to Man. Der Lurk, was macht der denn jetzt? Ja, der ist frei. Wir haben jetzt nicht einen, der jetzt von außen hinterher läuft, sondern der Drive, Fall Off, Double Number One. Das heißt, ich mache das nochmal, bevor das jetzt aussieht wie chinesische Schriftzeichen. Oh, das ist gut, das gefällt mir. Der Fernseher war ja auch. Das heißt zum Beispiel, wenn wir mal über eine ganz normale Routenkombination sprechen, so ist hier, einer läuft den Driver und dann hat man hier hinter den Dick. Kennt ihr? Ganz basic concept. Strong safety. Cut on. Lurk. Up. Find number one. Das heißt, auf einmal hat der Corner doch Hilfe. So, das geht natürlich auch andersrum. Oder besonders, und jetzt wird die Coverage interessant. Für einen Quarterback sieht das natürlich erstmal nach Cover 8 aus, aber wenn er das sieht, was weiß jeder Quarterback? Na shit, wenn der Safety runterkommt, hat der Knabe keine Hilfe beim Dick. Das heißt, wo geht der Ball hin?
Zum D. Lurk, fall off, ist direkt in der Passing Lane. Und der Quarterback weiß nicht genau, was zur Hölle spielen die da eigentlich. Also, dann Nummer 2, Shallow Gate, Safety Cut it, Lurk, Double Number 1. Wie gesagt, wenn er vertikal geht, ist ein Bracket Coverage. Okay? So, ich mache nochmal die andere Seite. Was auch noch? Ein Basic Concept. Sowas. Curve Flat, richtig? So, dann haben wir hier wieder ein Nickelback, ein Corner, Free Safety. Der läuft in die Flats. Lurk spielt Outside Leverage, das heißt, er läuft direkt in ihn rein. Der Lurk kann die Route für den Receiver laufen. Es ist ganz, ganz wichtig, Outside Leverage zu behalten, denn wenn der Knabbel sowas läuft, ein Wheel, wenn ich Outside Leverage behalte und der läuft den Wheel Route und ich bin vor ihm, dann kann ich auch den Wheel vor ihm laufen. Weil sobald die Routen committed sind, ist es Man Coverage. So, der Corner spielt das, denkt, er spielt es allein. Was macht der Safety? Zwei geht flat, Double Number One. Das heißt, das ist fast Cover 8 oder Cover 4, wie auch immer ihr es nennen mögt. Okay? Also für den Quarterback ganz schwer rauszufinden, bei einer Passkombination kommt der Safety runter und der Nickelback spielt auf einmal wie ein Home Player und es ist schwer einzuordnen, was da passiert. So, jetzt lass uns doch nochmal kurz über das Szenario sprechen. Wie viel Zeit habe ich noch? So, gegangen. Also haben wir Zeit. Wenn beide vertikal laufen. Und wir müssen auch natürlich sprechen, was die Schwächen sind. Klar, wie schlägt man Bracket Coverage? Erstmal hat man hier außen natürlich ein One-on-One. Aber das muss man natürlich auch erstmal wissen. Vertical haben wir die beiden gecovert. Aber das ist tatsächlich, auch wenn es nicht so aussieht, auch wenn er gedoppelt ist, ist das die einfachste Version, um so ein Bracket tatsächlich zu schlagen. Am besten noch irgendwie ein Stutter. Schwer für den Safety zu spielen. Lass uns mal über Technik sprechen. Cornerbacks sind simpel. Die spielen Inside Leverage Man 5 Minuten. Oh ja, geht ja. Spielen Inside Leverage Man ist simpel. So, der Lurk ist ganz, ganz wichtig. Der darf nicht backpedalen. Und seine Augen auch nicht ins Backfield haben. Augen im Backfield haben die beiden Safety. Deshalb heißt 55 the back. So, ich hoffe, ich komme in 2 Minuten noch zum Run Support. Der Lurk spielt sogenannte Molo-Technik. Okay? Molo-Technik bedeutet, sobald der Ball, mein Outside Foot ist ab, wenn der junge Mann hier steht, mal auf, damit ihr alle sehen. Okay? Wenn das der Receiver ist, spiele ich mit meinem Innenfuß auf seinem Außenfuß, 5 Yards tief, ich gucke nicht ins Backfield, dankeschön. Outside Foot ist ab, sobald der Ball gesnappt ist, sagen wir unseren Schülern, Molo your feet. Bedeutet, ich backpedal nicht, ich bringe meine Füße in Bewegung und spiele Catch-Technik, weil ich will bei 5 Yards sitzen und meine Hände an den Mann bringen. Warum muss ich noch Motor-Technik spielen? Wenn der Slant läuft, kann ich backpedal, Slant ist sofort auf, und dieser Quick-Lookie ist dann, da ist der Ball sofort raus. Das heißt, ich sitze und warte hier auf alles, was Three-Step ist. Dann Hitch, Slant, kann ich mit Outside-Leverage da auch driven. Läuft er in mich rein, behalte ich meine Outside Leverage und laufe die Route für. Also der Lurk spielt sogenannte Modal-Technik. Der Safety, habe ich schon gesagt, kann nicht Flat-Footed spielen. Er muss, wir sagen, Slow-Pedal. Es gibt einige Defensive-Backfield-Coaches, die coachen Kick-Steps zu benutzen, fast wie in Offensive-Linemen oder wie im Punt-Team. Wir sagen dann Safety, Slow-Pedal. 1, 2, dann weißt du erstmal Run-Pass und dann gehen deine Augen beim Pass auf die Nummer 2. Wichtig ist nochmal, dass er abhängig von der Athletik des Safeties, hast du einen wirklich schnellen Safety, reicht es, wenn er 2 Yards in Zeit ist. Aber das hier ist ein verdammt schweres Play. Weil du musst einen perfekten Winkel haben und sowas sollte auch im Code, der Defensive Backfield Coach tatsächlich in der Individual Period sowas tatsächlich exercisen. Wie cutte ich auf einen, der einen Shallow Cross läuft? Und wenn ich einen langsamen Run Support Safety habe, dann packe ich ihn wahrscheinlich auch 4 Yards in Zahl. So, bevor gleich Schluss ist, und wir müssen dann nebenan über Run Support reden wahrscheinlich, sagen wir jetzt, ich mache das nochmal kurz weg, lass uns nochmal über die Red Zone sprechen, wo das Ganze interessant wird. Was? Mit Empty Taxi, was machst du da? Gegen Empty hast du natürlich den Mike Linebacker, der da rauskommt und dann den Back covern muss.
Und das ist dann an euch zu sagen, ob du da rauscheckst. Zum Beispiel wir mit Team France, wenn wir empty kriegen und wir sind in 55, ist der Call Able oder Baker. Sprich, ihr habt eine 5-Man-Protection gestellt, 2 als Agent und bringt 6. Und spielt 0. Ihr spielt nicht 55 gegen empty. Kannst aber auch, da musst du aber die beiden Tackles und 2-Techniques haben, die müssen den Quarterback-Draw spielen. So. Also lass uns nochmal darüber reden, das ist die Endzone. Das ist die 5-Yard-Line. Oder 6-Yard-Line. Bis zur 5- oder 6-Yard-Line kann man 55 spielen. So, das ist ein dicker. Denn die Regel ist, never line up in the end zone. Das heißt, der Corner spielt flat-footed an der Goal-Line. Und backpedalt auf gar keinen Fall in die Endzone. Besonders heutzutage mit den großen Receivern, Back-Shoulder-Fade oder Back-Shoulder-Throw, wenn du backpedalst in die Endzone, hast du verloren. Okay? Der Safety, der Lurk spielt outside leverage, immer noch Mobile Technique. Strong Safety, einen halben Yard vor der Endzone. Free Safety, das gleiche. Ein Jahr von Anzug, das ist der Whip, das ist der Corner. Catch, Catch-Technik. Und jetzt seht ihr, wie nah die Safeties, weil du hast ja nur noch einen Linebacker in der Box, wie nah die Safeties in der Box sind eigentlich. Deshalb ist diese Defense erstklassig in der Red Zone, weil du spielst too high und hast potenziell ein Doppel auf einen guten Receiver. Weil die guten Receiver werden nicht nur in der NFL, auch in der GFL oftmals hier inside versteckt. Außer sie wollen Jump-Ball outside schmeißen. Die kannst du doppeln und hast erstklassig Run Support. Okay? Wie viel Zeit habe ich noch? 2 Minuten. Oh shit. Dann lass uns doch mal ganz kurz über den Run nochmal sprechen. Ich habe zwar seine Formspuren. Hier habe ich nochmal, sind nochmal ganz schnell, falls jemand ein Foto machen will, so typische Passrouten-Kombinationen, wie die gespielt werden. Weil einige haben wir ja schon geredet, ganz oben. Im zweiten Bild sieht man ganz gut, wie man ein Bootleg oder ein Naked Spiel. So, eigentlich ist es ja auf dem zweiten der Free Safety da drüben, wenn Nummer 1 oder Nummer 2 die Flat geht, weiß er, der Lurk hat ihn, man to man. Eigentlich ist die Regel, sind Double Number 1. Diese Regel existiert nicht, wenn es Boot ist. Warum? Outside kriegst du ihn, Comeback oder ein Fake, kommst du eh nicht hin. Spielt der Corner allein. Das heißt, wenn ich in Safety bin und der Boot kommt zu mir, oh, es run. Oh shit, es passt, läuft in die Flat, dann findet den Crosser auf der Backside. Hey, sehr, sehr effizient. In dem dritten Bild genau das gleiche. Shallow Cross und Dig. Drive Concept mit dem Dig oben drüber. Ist ganz, ganz schwer für den Quarterback zu sehen, was da passiert. Wir sehen in dem Bild hier das dritte von oben. Strong Safety spielt den Y, Shallow Cross. Der Lurk spielt 1 und guckt zu Nummer und spielt zu Nummer 1. So, den anderen Dig da drüben haben wir gedoppelt, also zum Beispiel der Lurk, wenn er zu Nummer 1 kommt und er läuft ein Fake, guckt er zurück und guckt auf den nächsten Crosser, der kommt. Oder wenn du Routen hast, wo zwei quer übers Feld gehen, so, Whip und Lurk, die beiden sind frei, warten auf den Crosser, der von der anderen Seite kommt. Und für den Quarterback, für die Offense sieht es aus, zwei Safeties kommen runter, dann muss einer der Crosser irgendwo frei sein. Das ist natürlich nicht damit rechnen, dass Lurk und Whip frei sind und warten auf den anderen Crosser. So, und hier sieht man nochmal Three-Step, auch simpel zu spielen. So, jetzt will ich nochmal eine Minute über Run sprechen. Und zwar gegen 20 Personnel oder vielleicht auch kurz gegen One-Man. Weil dagegen ist 55 natürlich auch gut, gerade in der Red Zone kriegt man ja solche Geschichten. Gerade auf der Number-One-Receiver-Side ist ganz schwer. Einmal gegen Trips kann man natürlich ideal sich als Trainer aussuchen, der spielt Man. Wen will ich denn von dir doppeln? Wer ist der Top Receiver? Das hier, die Nummer 85 von Schwäbisch Hall, den werden wir doppeln. Das heißt, Lurk ist alleine und der Whip. Lurk ist allein und der Whip zum Beispiel kriegt das Doppel mit dem Strong Safety. Immer noch nah genug für den Run Support. Hier spielt der Corner jetzt auf der Backside. Bracket mit dem Free Safety. So, der spielt jetzt, weil er alleine ist, das ist genauso, als hätte er einen Slot Receiver. Motor Technique, get your hands on. So,
10 Yards tief, 55 the back, Augen sind hier. Die laufen Speed Option. So, eigentlich geht da was. Und der End spielt den Quarterback. Deshalb heißt es 55 the back. Meine Augen sind zum Back, bin sofort unterwegs und spiele Pitchman. Ohne dass ich jetzt den Safety in die Box bringen muss und die jetzt dahin am Post laufen. So, das gleiche, wenn du 20 Personnel hast, und das ist das letzte, was ich anmale, müssen wir drüben noch ein bisschen weitersprechen, weil Coach Weiß steht da schon irgendwo und Peter ist mir auch schon im Nacken. 20 Personnel, genau das gleiche, sieht man auch oft in der Red Zone. So, Whip, Mike, Lurk. Nach der ist outside. Kriegt das Bracket, alleine, die haben Bracket hier. So, jetzt kriegt man ja ganz auf solche Geschichten. Zone, hier ist der Quarterback, und der läuft dann die Option. Zone Read Option. Hat jeder schon mal gesehen, oder? Ist ganz schwer zu spielen. So, der End crasht inside. Der Mike kommt mit der Frontside. So, jetzt brauchst du aber dafür, brauchst einen der Crash, der hier den Cutback spielt. Der scrapt zum Quarterback, aber dann fehlt dir immer noch einer. Safety. 55 the back. So, jetzt, wie lesen die beiden Safeties das und die Linebacker? So, und jetzt wird technisch, das ist das, wofür man mehr Zeit braucht. Okay? Das Geheimnis ist das. Ich will das Ding nicht mehr. Cross Read. Das heißt, Linebacker und Safety auf der Seite lesen den weg. Safety und Linebacker auf der Seite lesen den weg. Warum? Gerade wenn du solche Geschichten kommst, der kommt zu mir, ich spiele Phil. Ich lese den weg auf der gegenüberliegenden Seite, der kommt rüber, ist der Knabe schon unterwegs. Der Linebacker liest auch den weg. Kommt rüber, dann weiß er, ups, ich muss scrappen zum Quarterback, weil der End crasht, er hat Pitch. Deshalb ist 55 erstklassig gegen Option Zone Read, ob Single Back oder Two Back. Da bin ich gleich durch, ne?